Kommen wir heute mal zu einem ganz anderen Video. Ich möchte in diesem Video einfach mal ein paar Fragen beantworten, die ich über das Community-Phone bekommen habe von euch und die sich vielleicht dann gedoppelt oder gedreifacht haben. Und ich habe gedacht, es ist viel einfacher, einfach mal kurz ein Video dazu zu machen. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie lang sind denn eigentlich aktuell meine Haare? Ja? Ich möchte das tatsächlich auch selber mal wissen, weil ich habe meine Haare noch nie gemessen. Das Einzige, was ich weiß, ist, meine Haare sind tatsächlich echt sehr lang geworden. Und in diesem Video werden wir diese Frage auf jeden Fall beantworten. Die zweite Frage, die ich euch beantworten möchte, das habe ich eigentlich auch in meinen YouTube-Videos schon relativ oft gemacht, ist, welche Styling-Produkte verwende ich, beziehungsweise welche Styling-Produkte habe ich aktuell in meinen Haaren drin. Kurze Info dazu, ich bin gerade erst aus der Dusche rausgekommen, habe aktuell gar kein Styling-Produkt in meinen Haaren drin. Ja, also ich habe einfach gerade schnell einen Man-Bun gemacht, damit ich dieses Video machen kann. Ich würde vorschlagen, starten wir einfach mit den Produkten, und zwar die Produkte, die ich aktuell in meinem Alltag verwende. Das erste Produkt, was ich morgens verwende, ist folgendes. Das ist das Moroccan Argan Oil von der Marke Winsk. So, und für die Leute, die nicht wissen, was die Marke Winsk ist, ich sage es an dieser Stelle nochmal, damit ihr ja auch alle Bescheid wisst. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Die Marke Winsk ist meine persönliche eigene Brand. Die habe ich vor ungefähr einem Jahr ins Leben gerufen, registriert, und damit alle auch Bescheid wissen, das sind meine eigenen Produkte. Also überall, wo Winsk draufsteht, das sind meine Produkte. Mein Ziel ist es halt, mit meiner eigenen Brand und meinen eigenen Produkten natürlich mir weiterzuhelfen mit meinem Haarstyling und am Ende des Tages damit dann auch euch weiterzuhelfen mit eurem Haarstyling. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr dicke Haare habe und sehr, sehr trockene Haare habe und die auch schnell kraus werden. Ja? Und da musste ich einfach eine Lösung finden für meine aktuelle Haarsituation, weil ich habe ja meine Haare lang wachsen lassen. Und wenn ich meine krausen, welligen Haare lang wachsen lasse und dann jetzt einfach ein Man-Bun machen, so wie jetzt, ja, und es einfach dann so lasse, wie es jetzt ist, das sieht einfach nicht aus. Ja? Dann fliegen meine Haare kreuz und quer rum, und deshalb musste ich eine Lösung suchen. Und habe eine Lösung gefunden. Ja, eine davon, ja, ein Teil der Lösung ist halt dieses Argan Oil. Ich mache dieses Argan Oil morgens, wenn ich aus der Dusche rauskomme, in meine feuchten Haare rein. Ich sage euch jetzt schon mal, wenn ihr das macht und euch lange Haare wachsen lässt, dann merkt ihr auch direkt, dann könnt ihr eure Haare viel leichter und geschmeidiger kämmen. Wenn ich das nicht nutze, ist es bei meinen krausen Haaren so, dass ich auch sehr viel verknote, dass es, wenn ich meine Haare kämmen möchte, das geht relativ schwierig. Wenn ich aber vorab ein paar Tropfen, also 2-3 Tropfen nehme ich dann meistens, massiere das in meine Haare ein. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich meine Haare viel, viel geschmeidiger kämmen. Das geht einfach wesentlich einfacher. Und dann lasse ich das einfach so 10 Minuten einwirken, 10, 15 Minuten, kommt drauf an, putzt nebenbei die Zähne. Und dann kommt das nächste Produkt. Und das nächste Produkt ist meine Hair Defining Cream. Auch ein großer Bestandteil der Hair Defining Cream ist Argan Oil, ja, also Arganöl. Die Hair Defining Cream, die pflegt deine Haare und kontrolliert deine Haare gleichzeitig. Also kannst deine Haare damit sehr schön definieren. Und ich lasse dieses Produkt den ganzen Tag in meinen Haaren drin. Meine Haare brauchen das auch extremst, weil meine Haare sind halt so trocken. Wenn ich das nicht reinmachen würde, Leute, es sieht so bescheuert aus, ich kann dazu vielleicht auch mal ein Video machen, aber wenn ich tatsächlich nichts in meine Haare reinmache, dann kann ich einfach nicht rumlaufen. Ja? Und dieses Produkt pflegt deine Haare und stylt deine Haare gleichzeitig. Ich mache dann so 2-3 Pumps in meine Haare rein, kämme meine Haare anschließend und dann bin ich mit meinem Man-Bun zusammen. Also Leute, diese beiden Produkte sind tatsächlich die Produkte, die ich morgens aktuell verwende. Sonst verwende ich aktuell nichts für meine Haare. So, das war jetzt aber auch genug Eigenwerbung, aber jetzt ist auch Ende. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie lang sind denn aktuell eigentlich meine Haare? Und dazu, ja, muss ich ja mal meine Haare aufmachen. Meine Haare sind noch echt nass. Wie gesagt, ich bin gerade erst aus der Dusche gekommen. So, und wie ihr sehen könnt, Leute, das ist mittlerweile echt eine Mähne, ne? Also, das ist echt krass. Und jetzt schauen wir mal, wie ich das am besten mache. Also ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt mal vom Scheitel aus. So. Ah, ist ungefähr die Mitte. Jetzt messen wir mal. Ich ziehe das nochmal ein Stückchen. Oh, ich kann es kaum sehen, aber ungefähr da. Was ist das? Ja, so 39, würde ich sagen, so 39, 40 cm. So Leute, wir haben die Frage geklärt, welche Styling-Produkte ich verwende. Die Links zu den Produkten findet ihr in der Infobox. Und wir haben auch die Frage geklärt, wie lang meine Haare sind. Also länger, als ich gedacht habe. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, richtig schöne Haare und eine mega hammermäßig geile Frise. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.